Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Minecraft Vanilla Let's Plays und wir sind hier bei unserem Spawn, also bei uns im Spawn in der Nähe. Und wenn wir hier die Treppe runtergehen, das habe ich in der Zwischenzeit mal ausgehoben, dann habe ich einen Stack gedroppt. Sehen wir einen Creeper. Aber auch wenn wir einmal hier rüber gehen, haben wir hier unseren Cave Spider Spawner. Und dafür fange ich jetzt erstmal an. Ich mache mir jetzt hier erstmal ein Crafting Table. Dann mache ich mir eine neue Axt. Und was ich mir auch mache, ist zwei Kisten. Einen neuen Eimer im zweiten, den ich jetzt auch gleich mal mit Wasser befülle, bevor ich das gleich vergesse. Und zwar habe ich vor, mit diesem Cave Spider Spawner eine XP-Farm zu bauen. Und dazu müssen wir erstmal um den Spawn herum einen Spawnraum ausheben und dort dann die Spinnen in eine bestimmte Richtung mit Wasser treiben und dort dann einen Killing Room bauen. Und der Creeper darf mir nicht explodieren, denn ich würde gerne den Spawner behalten. Und zwar wird das Ganze so funktionieren, dass die Spinnen am Ende in einen Raum getrieben werden. Und dort muss man dann einen Knopf drücken und danach kann man dann die Spinnen quasi mit einem Schlag töten. Das ist im Prinzip so das, was ich mir gedacht habe. Und dazu müssen wir erstmal anfangen, einen Spawnraum zu bauen. Und der muss 9x9 Blöcke breit sein. Den bin ich gerade hier am Ausheben. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den designen soll. Also, ob ich den komplett aus Cobblestone mache. Oder ob ich den halt wirklich schön baue. Weil es ist immer so eine Frage zwischen Funktionalität und halt Aussehen. Und zwar, man kann das Ganze hier bauen. Und es sieht scheiße aus, aber es funktioniert trotzdem. Und man kann das Ganze auch bauen, es sieht schön aus und es funktioniert immer noch. Und ich glaube, ich entscheide mich dafür, dass ich es schön baue, aber es trotzdem noch funktioniert. Also, das heißt schön, es wird jetzt nicht super schön ist, aber ich werde, glaube ich, versuchen, die Wände hier komplett aus Cleanstone zu bauen. Also, dass das Ganze ein sehr, so aussieht, als ob es nicht einfach nur aus dem Berg herausgehauen wurde. Ich hoffe, das ist so genial. So, wie gesagt, 9x9 Blöcke. Einmal diese Reihe hier weg. So, und ich glaube, ich muss mir dann gerade mal einen Ofen machen. Damit ich mir unten was cleanster und schmelzen kann. So, einfach. Damit ich am Ende das Ganze hier ersetzen kann. Das Ganze muss eh noch ein tiefer. Dann können wir eigentlich auch schon gleich mit den Wasserstrahlen anfangen. Einmal aufheben. Ups. Die sollten eigentlich noch nicht spawnen. Dazu erstmal nochmal die Ecken ausleuchten. Die auch wirklich nicht spawnt. Das hier kommt raus. Das muss alles ersetzt werden. Auch. Gucken. Und nicht so viel Stein durchgeschmolzen. Leider. Aber damit können wir schon mal das hier ausfüllen. So. Aber ich glaube, wir müssen
oben noch was Cleanstone haben. Und das hole ich jetzt gerade mal. So, und da bin ich auch wieder mit einem Stack an Cleanstone. Und ein paar Lags. Aber naja, so. Ich würde sagen, ich fülle das Ganze hier mal eben aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Spawnraum ist sozusagen jetzt fast fertig. Ich habe mir noch was Glas besorgt, damit wir hier sozusagen ein kleines Fenster bauen können. So, und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine Half-Slab. Die kommt nämlich hier hin. Dann können nämlich die Cave Spiders, die jetzt, sag ich mal, spawnen würden, hier reinfallen, kommen dann hier vorne hin. Und das muss ich jetzt ein paar Blöcke entfernt bauen. Und zwar mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sagen ich mache den Killingraum dann hier hinten hin. Dafür brauche ich dann gerade eben nochmal Stairs. Da reichen, glaube ich, welche aus Cobblestone für. So. Raus. Weil jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Cavespiders sozusagen auf dem Level hier bleiben. Und dafür mal gucken, wie fließt das hier noch. Erstmal so weit ausheben. Glaube ich, bringe das noch ein weiter nach unten. Ups. Das kommt dann hier noch mal raus. So. So, und nun brauche ich doch noch mal die Half-Slabs hier. So. Bei die mache ich jetzt noch hier entlang. Und ab hier kommt dann Glas immer rüber. Ebenso. Hier eine noch hin. Hier das Ganze wieder so ersetzen. Und jetzt müssen wir Redstone-Sachen holen. Und die hole ich von der Witch Farm. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder zurück. Ich habe mir ein paar Redstone-Lampen mitgebracht. Die werde ich später noch hier in die Decke installieren, dass man die Farm auch an- und ausschalten kann. Weiterhin habe ich auch was Redstone-Repeater für den Tötungsmechanismus und Anführungszeichen. Und dazu fange ich hier jetzt erstmal an. Und zwar kommt hier ein Sticky-Piston rein. Und davor ein Block und ich glaube, dafür nehme ich einen Unslap-Block, weil der wird sozusagen verhindern, dass neue Spinnen in das System reinkommen. Und hier brauche ich dann hier einen Block, da einen Block nochmal hin. Hier zwei Sticky Pistons. Und die werden sozusagen dafür sorgen, dass ich am Ende die Spinnen crushen kann. Bekommen hier vor Blöcke. Und jetzt müssen wir sozusagen den Input und bauen. Dazu brauche ich erstmal einen Schalter und erstmal hier was Stuff aus dem Inventar heraus. Einmal einen Schalter machen.
Der Schalter, den mache ich mal hier ran. Da ist das. Eine Fackel kommt hier ran. Wenn ich jetzt einen Block nehme hier hin. Habe ich mir vorhin eine unendliche Wasserquelle erstellt. Immer so frei haue. Was Redstone brauche ich noch? Hier was Redstone drauf, hier eine Fackel hin und dann kommt hier noch Redstone hin. Jetzt sollte man eigentlich schon sehen, wenn ich den Schalter hier betätige. Hoppla. Zieht sich das zurück. Beziehungsweise dehnt sich aus. Um jetzt den Tötungsmechanismus zu bauen, muss ich hier jetzt einmal ein bisschen Platz schaffen. Und zwar brauchen wir dafür einen Input von einem Knopf und einen Switch, dass quasi die Pistons ausgedehnt bleiben für eine bestimmte Zeit und sich dann wieder zurückziehen. Dazu brauchen wir hier Redstone. Das wird die beiden Pistons am Ende powern. Ich würde sagen, ich baue das Ganze off-camera und zeige euch dann, wie das am Ende aussieht, weil das ist für mich wesentlich einfacher. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt soweit hier fertig. Und zwar habe ich es so gemacht, dass das Redstone einmal hier durch den Knopf geht, dann einmal hier runter führt in den Switch rein, sodass diese Lampe ausgeschaltet wird. Dadurch geht diese an und die halt bleibt deaktiviert. Die Pistons werden dadurch ausgedehnt und das Signal resettet sich hier durch selber. Und das Ganze sieht dann so aus. Wenn ich den Knopf hier drücke, dehnen sich die Pistons aus und nach einer Zeit ziehen sie sich wieder zurück. Wenn ich das Ganze jetzt hier noch einmal Zeug raus tue und dann mir mal eine Eisenfenster, eine Eisenbahn mache und die hier platziere, sieht das Ganze so aus. So sollte das eigentlich auch sein. Und wenn wir jetzt einmal hier das Ganze so verkleinern und ich dann mal hier reingehe und die Fackeln entferne. Natürlich auch die Fackeln hier am Rand. Und das spawnt schon eine Spinne. So, und da ist auch ein Zombie. Und was ich jetzt mal eben noch mache, ist zwei Blöcke auf den Spawner platzieren. Damit ich mach mal eben auf Peaceful. Damit das hier verschwindet und ich hier Fackeln wegnehmen kann, ohne gestört zu werden. Und dann einmal schnell hier raus. Wir müssen jetzt hier eigentlich schon gleich wieder Spinnen spawnen. Die werden hier in die Mitte getrieben. Dann noch hier ankommen. Hier in das System rein und die versuchen dann hier hochzukommen. So, genau, die kommen dann alle hier hin. Wenn ich das dann hier zumache, die crushe und ich hoffe, ich habe die Repeater richtig eingestellt alle. Dann sieht man schon hier, dass die Schaden bekommen. Und ich kann da nicht durchhauen. Genau, das Ganze muss so sein. So, dann kann ich hier auch die Drops einsammeln. Ich gucke jetzt mal gerade eben. Pack einmal hier Glas hin.
Hier die Blöcke setze ich gerade eben auch noch mal. Hier durch. Und dann muss ich hier unten nur noch einen Hopper platzieren. Seit wann verbinden sich ja doch mit Glas? Ich glaube, das Ganze mache ich dann so. Dann trotzdem nochmal daraus. Wieder die Slabs hin. So, und dann hier so eine Slab. Wenn ich das jetzt nämlich aufmache, können die nächsten Spinnen hier reinfließen eigentlich. Ah, ich muss eigentlich diesen Block hier, der hier, der muss eigentlich auch noch aus Glas sein. Das einmal hier hin. Das Ganze sollte dann auch funktionieren. Mal gucken. Wenn jetzt hier noch mal gleich ein paar mehr Spinnen spawnen. Komm schon. Ich drehe mich auch um. Guck euch nicht zu. Geht doch. So, da kommt eine neue Ladung an Spinnen. Die werden hier unten lang transportiert. Lang. Und ich glaube, es sieht so aus, als ob ich das Ganze hier nochmal auch richtig fixen muss, dass die hier nicht hochspringen. Aber so, die landen dann alle hier, kommen dann hier nach oben, klettern alle sozusagen ineinander rein. Das Ganze jetzt mal. So, die letzte kommt auch noch. Machen, damit keine neue Spinne reinkommt. Dann einmal rushen. So, und dann kann ich mich hier hinstellen. Die Spinnen dann hauen. Die XP kommt noch nicht zu mir. Da muss ich, glaube ich, einmal hier hin. Kann ich die auch einsammeln. Da muss ich auch noch was anderes Design für finden, also dass ich das Ganze ein bisschen schöner mache hier. Aber das Ganze war es dann jetzt auch erstmal hier. Ich unterbreche hier die Aufnahme, mache dann an einem anderen Punkt weiter und dann sehen wir uns wieder. So, hier nochmal ein kleiner Nachtrag. Ich habe das Ganze jetzt hier verbessert, hoffentlich. Ups, nicht richtig. Naja. Na. Hier fehlt noch ein Glas und jetzt auch ein Wasser einmal. Dann hier einmal Glas hin. Aber naja, jetzt sollte das eigentlich alles funktionieren. Hab hier das Ganze auch noch mal so gebaut, damit man jetzt auch sehen kann, ob das wirklich auch ausgefahren ist oder nicht. Aber naja.